Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und bauen an unserer Stadt weiter. Und heute machen wir uns daran, eine Springfield-Eisbahnhalle irgendwie sowas zu bauen. Hier ist der englische Name. Ihr wisst, mein Englisch ist nicht gut, von daher lasse ich das Ganze. Aber hier ist das schon mal mit den Banners und so. Ja, heute machen wir uns daran, sowas zu bauen aus der Spieler-Variante. Einmal wird es hier eingeblendet. Von der Serie an sich nimmt sich das Ganze nicht so viel, ist optisch gleich. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ist die Länge von dem Gebäude. Wir machen das heute, kriege ich das hier irgendwie in die Seite mal kurz eingeblendet? Ja, super. So, jedenfalls das Gebäude, du siehst ja jetzt schon langsam diesen Grundriss. Das Ganze ist ein bisschen länger als das Bild, was du jetzt siehst. Das hat den Grund, in der Folge, das nimmst du das Ganze auch länger. Da sieht man gar nicht, wohin das Ganze am Ende endet. Das ist natürlich ein bisschen übersichtlicher, wenn das Gebäude am Ende steht. Das hat ja jetzt den Grund, wir wollen das Ganze ja auch einrichten, unsere Eisbahn. Und ich möchte natürlich jetzt nicht so was Kleines bauen, wie es jetzt hier aufs Bild aussah. Von da habe ich mir das Ganze nach hinten lang gezogen. Beim Bauen erkläre ich dir, was du beachten musst, wenn du das Ganze auch noch länger haben willst, als ich mir das jetzt hier mache. Ich weiß noch nicht, wie es inneren später aussehen wird. Muss ich mal gucken, denn das Ganze, naja, da sind wir noch nicht so weit. So, aber bevor wir überhaupt loslegen, hier erstmal zu bauen, wollten welche gegrüßt werden, und zwar schon vor einiger Zeit. Nur ich komme manchmal nicht einfach dazu, oder sag ich mal, ich bin ein bisschen vergesslich, und immer wenn ich eine Folge aufnehme, da vergesse ich manchmal einen zu grüßen, der es eigentlich wollte. Und das passiert mir heute nicht, von daher gleich zum Anfang grüße ich alle, die gegrüßt werden wollten seit den letzten Folgen. Kommt hierher, alles hier einblenden, und hallo, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, dann würde ich sagen, legen wir los, hier was zu bauen, ansonsten kommen wir ja heute zu gar nichts mehr. Und ja, hier gleich mal an die Kiste ran. Die andere Kiste hier, das ist für die Banners, aber ich glaube, ich mache jetzt immer so. Ich lasse die Banners gleich, stelle ich mir die so auf, dann komme ich auch gar nicht durcheinander, wie die eine, am Ende platziert werden. Und dann sieht man schon immer gleich, wie das Ganze heißt. Ja, ich versuche das Ganze heute in einer Folge mit euch zu bauen. Der zweite Teil ist natürlich dann die Inneneinrichtung, dann machen wir die Tour. Und ja, so, aber erstmal holen wir uns das Blockmaterial raus. Okay, wir fangen an heute mit einem Tonblock, den wir uns rausholen, denn Orangenbeton, holen uns noch eine Bruchsteinmauer raus, grauer Beton, eine Schwarzeichentür möchte ich heute verwenden, dennoch Glas, bei mir ist es türkises Glas, verwende immer dein Lieblingsglas, aber ich würde mal so einen blaulichen Ton euch einfach mal empfehlen. So, einen Beobachter verwenden wir heute, der Beobachter ist ja der mit dem Gesicht, warte mal, ich muss den so platzieren, hier, der mit dem Gesicht holen wir uns heute raus. Denn eine steinzige Treppe und davon noch mal eine Stufe brauchen wir. Davon von der Stufe kannst du vielleicht auch noch mal den Block rausholen. Aber das habe ich jetzt für nicht so eine Leiste noch Platz. Von daher nehmen wir einfach mal eine Stufe. So, super. Wenn wir dann das ganze Block mit haben, geht's los. Und zwar würde ich sagen, erstmal mit dem orangen Beton. Ja, fangen wir an erstmal mit dem Grundriss. Bei mir ist das Ganze ja schön mal vorgezogen. Wir fangen an. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Seiten. So, lass dich jetzt nicht verwirren durch diese Markierung hier, das habe ich nur ich mir gemacht für meinen Kopf, damit ich weiß, ob das Ganze passt. So, aber wir legen los, ganz einfach mal, mit einfach, setzen erstmal einen Block. Okay, hat ein bisschen gebackt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33. So, 33 Blöcke erstmal gerade lang weggezogen. So, aufgepasst. Ich mache jetzt hinten schon mal zu. Nur mal zur Info, falls du das Ganze länger haben willst, dann mach hinten nicht komplett einmal hoch, sondern vielleicht erstmal nur einmal rüberziehen, damit du die Breite hast vom Gebäude. Das heißt jetzt einfach mal. Wir setzen jetzt hier hinten einfach mal dran. Und zwar dann einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So. Der 23. Block ist dann die andere Seite. Super. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, brauche ich jetzt hier die Seite ja nicht einfach nochmal 10. Die ziehen wir jetzt einfach mal genau auf den gleichen Stand, wie sie auf der anderen Seite ist. Mal rüber. Super. So. Wie gesagt, wenn du das Ganze dir noch weiter nach hinten verlängern willst, mach nochmal diese Markierung dann einfach weg hinten. Ne, das ist ja dann kein Problem. So, wir beginnen jetzt aber auf der Vorderfront. Das heißt einfach mal, an den ersten Block hier vorne setzen wir nach innen zwei Blöcke rein und dann gehen wir noch 1, 2, 3, 4 weitere einzelne Blöcke nach innen oben. So, auf der anderen Seite machen wir das Ganze auch nochmal. Zwei Blöcke nach innen,
ne? Und dann einfach 4 so schräg nach innen. 1, 2, 3, 4. Super. So, nächste Aufgabe. Muss mal gucken. Wir nehmen uns einfach erstmal grauer Beton. Dazu komme ich aber auch noch mal gleich. Da ist so ein optischer... Ah, da streite ich mich noch ein bisschen, wie das Ganze aussehen soll. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal hier daneben erstmal einmal grauen Beton. Lassen 2 Blöcke frei und setzen noch einmal einen grauen Beton. So, orangen Beton wieder zur Hand. Und den platzieren wir hier vorne einmal so einmal nach vorne weg. Ne, ist ja eigentlich gut zu sehen. Super. So, und der nächste Schritt ist jetzt, das Ganze ein bisschen höher zu ziehen. Wir nehmen jetzt nur den orangen Beton und setzen auf den orangen Beton, also jetzt nicht auf den grauen Beton, nochmal 3 weitere Schichten. Also insgesamt sind es dann 1, 2, 3 weitere noch auf. Insgesamt ist es natürlich 4 hoch. So, das machen wir überall einmal mit dem orangen Beton. Aufgepasst, falls du das Ganze noch länger machen willst, mach hinten nicht zu. Ne, das lässt dann einfach offen, falls es halt wirklich länger sein soll. Ansonsten kannst du zuziehen, denn ich fand so, für mich passt das Ganze, hat auch hier halt optisch reingepasst. Ne, ich sag mal, da hinten ist halt schon was, ich kann ja nicht länger bauen können. Außer ich hätte so quer gebaut, aber ich wollte hier noch mehr bauen. So, Zeitraffer, wir ziehen das Ganze einmal hoch. So, okay, bei mir ist das Ganze jetzt hochgezogen. Ich hoffe, bei dir auch. Wie gesagt, hinten die Front, da musst du einmal gucken, ob du es noch länger machen willst. So, kommen wir hier vorne. Ich habe hier vorne jetzt drüber auch nochmal zugezogen. Denn wir sind jetzt hier vorne bei der Tür, um genau zu sagen. Und bei der Tür streite ich mich noch ein bisschen. Also, ich mache das Ganze einmal hier mit... ich mache 2 Versionen. Ich mache einfach mal 2 Versionen, Freunde. So, ich verwende jetzt Fichtenholz noch. Weil ich streite mich noch ein bisschen von der Optik her. Und da könnt ihr mir ja eigentlich mal helfen. So, wir nehmen jetzt einfach noch die Schwarzeichentür. Blub, blub. Die platzieren wir dann so nach innen gesetzt einmal rein. Auf der anderen Seite auch. Ja. So, jetzt hole ich mir noch kurz was raus. So. Und das sind nochmal die Treppen davon. Die platzieren wir dann nochmal so schräg oben. Unten siehst du noch den Rasen. Das sollte dann das gleiche Material sein, wie dein Bürgersteig ist. Ne, macht man ja unten nochmal ein. Und auf der anderen Seite. Ich hasse das. So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Nach geschätzten 10 Minuten läuft das Spiel wieder. Irgendwie hat er mir immer gesagt, sie haben die CD nicht, obwohl das Spiel ja eigentlich ein Download ist. Naja, gut. So, jetzt sind wir wieder drin. Boah, wo haben wir aufgehört? Ich habe jetzt hier keine Gedanken gemacht. Bei der Tür. Genau, bei der Tür waren wir. So, der nächste Schritt, da streite ich mich ein bisschen. Wir müssten ja eigentlich bei den Blöcken, sag ich mal, Blöcke nehmen. Das sieht ja doof aus, damit Treppen. So, ja, das sollte immer mal sagen, was ist besser? Diese Version oder diese Version aus Holz? Da könnte man sich streiten. Ich lasse das Ganze erstmal so. Okay, wenn wir das Ganze dann fertig haben, geht es ganz gemütlich weiter und zwar jetzt mit den Glasblöcken. Wir machen die vorne einmal weg. Das ist ein Kartenschalter. Und ja, da macht man dann später was mit dem Knopf, dass man eine Karte kommt. Ah, das siehst du dann, wenn ich das einrichte. So, da machen wir erstmal so einen Kartenschalter hin. So, der nächste Schritt sind jetzt hier an der Seite. Wir haben hier, sag ich mal, jetzt hier 3 Säulen. Da schlagen wir jeweils den zweiten Block von unten weg und dann nochmal darüber einen weg. Und dann setzen wir hier einfach mal solche Fenster rein. Ich weiß nicht, was man dahinter sieht. Da hat man von den Folgen nichts gesehen. Vermute vielleicht einen Souvenirshop oder so für die Teams, denn was sie halt da drin machen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Machen wir einfach mal hier die Fenster weg. Fenster rein, nicht Fenster weg. So, super. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, geht's weiter und zwar... nehmen wir, würde ich mal sagen, den Beton, nicht Betonblock, sondern den Tonblock. Denn wir platzieren jetzt, wenn wir auf der Vorderfront sind, hier auf der Reihe erstmal eine Tonschicht. Die ziehen wir einmal bis zur anderen Seite komplett einmal rüber. So. Super. Und mir fällt gerade auf, dass mir das immer jetzt erst auffällt. Und zwar, ganz einfach mal gesagt, ich habe in meiner Aufnahme den Ton noch nicht mal an. Das ist... ah. Das kommt immer, wenn man so lange nicht aufnimmt. So. Mal kurz Sound. Ach so, jetzt hört ihr auch Sound, wenn ich baue. Das ist ja... huh. Naja, gut. Okay, wenn wir das Ganze geschafft haben, setzen wir jetzt hier vorne nochmal eine weitere Schicht Ton ran. Super. Okay. So, der nächste Schritt. Wäre jetzt ganz einfach mal, wir fangen jetzt nach diesen 2 Schichten an. Setzen hier da 2 ran. Lassen einen Block frei. Setzen 2. Einen frei lassen. 2. Das machen wir jetzt einmal, bis wir hinten angekommen sind. Das wollte ich ja nicht mal hier sagen. 2 setzen und einen freilassen. So, und dann fällt euch was auf, wenn wir hinten ankommen. Sollte perfekt aufgehen. Ja, super.
So, hinten kommen wir genau mit den zwei Tonblöcken hinten genau gerade an. So, jetzt ist natürlich deine Sache. Wenn du das Ganze dir jetzt verlängern willst, machst du einfach dieses Muster weiter, ne? Und musst halt einfach darauf achten, dass wenn du sagst, okay, jetzt habe ich das lang genug, um mir da drin eine Eisbahn oder sowas einzurichten, achte darauf, dass der Ton komplett gleich abschließt hinten mit der Wand. Ne? Und das ist halt der einzige Trick, den du beachten musst. Super. So, dann machen wir nochmal auf der anderen Seite. Hier natürlich wieder einen Zeitraffer. Und wisst ihr, was mir mal so auffällt, weil ich ja so ein genialer Typ bin? Ich erkläre hier wieder komplett das Falsche. Das ist, weil ich rausgekommen bin jetzt hier vorhin. Egal. So, es fällt mir auch immer später ein. Okay, also das mit dem Ton ist jetzt nicht verkehrt. Nee? Und wir sind ja auch faul und dann sage ich einfach mal, wir machen jetzt einen Trick und setzen jetzt auf der Tonschicht noch eine zweite rauf. Warum das jetzt verkehrt war und dann wieder doch nicht, siehst du gleich. Also erstmal setzen wir überall noch eine Schicht drauf. Super, natürlich hier vorne nicht. Okay, nächster Schritt. Wir haben ja den Beobachter, ne? Richtig. So, wir schlagen nochmal hier unten weg. Zum Glück ist das ja nicht schwerkraftbedingt, der Ton. Das können wir jetzt schon wieder mal wegschlagen. Und haben die Aufgabe. Muss ich mal kurz gucken. Ja, so machen wir das Ganze einfach mal. Warte mal, kann man das auch anders machen? So, dass wir das nicht sehen? Nee, ne? Okay. Wir machen einfach mal so, dass das Gesicht nach hinten guckt. Genau. So, jetzt setzen wir einfach hier einfach mal wieder so einen ran. Denn ich hätte gern dieses Muster an den Seiten. So etwa. Genau. So, das machen wir bis nach hinten weg. Ne? Wenn wir hier hinten sind, machen wir das auch einmal noch so rüber. So, dann machen wir hier wieder den Ton weg. Und setzen dann auch nochmal hier das Ganze einfach hin. So. Okay, dann haben wir das Ganze auch schon gleich behoben. Das geht ja auch alles relativ fix, aber ich glaube, ich kann Zeit dafür machen. Genau, Gesicht einfach nach hinten weg. Das Gesicht vertuschen wir am Ende auch, also das ist jetzt nicht so ein Thema. Super, okay. So, dann sind wir jetzt wieder richtig. Der nächste Schritt ist jetzt, sag ich mal, einen Bogen ziehen. Denn das Ganze hat, sag ich mal, komplett das gleich. Also, wir fangen an hier unten. Wir fangen auch vorne einfach an. Setzen jetzt darauf noch eine zweite Schicht. Und dann gehen wir. Ist immer doof zu erklären. Ich ziehe das einfach mal. Und dann siehst du das Ganze ja. So, also wir haben ja zwei jetzt hier vorne. Dann nehmen wir drei einzelne da oben. Und dann machen wir Zweierschichten, das Ganze zweimal. Keine Angst, ich stelle mich immer davor hin, dann siehst du das immer. So etwa. Und das machen wir jetzt synchron nochmal auf der anderen Seite. Das heißt einfach hier noch eine zweite Schicht drauf. Dann gehen wir hier drei einzelne so nach oben weg. Nach den drei einzelnen dann immer so zwei Zweierschichten. So in etwa. Genau. Und danach haben wir nochmal Aufgabe. Und zwar müssen wir hier so einfach zuziehen. Und das ist so die Form von unserer Eishalle. Ist auch wirklich so. Ne, ansonsten blende ich nochmal das Bild ein, ne? Falls du nicht glaubst. Ne, ich hätte so ein bisschen so einen Bogen. Also, jetzt haben wir eine Aufgabe. Und zwar müssen wir das einmal rüberziehen über der Halle. So wie du jetzt vorgehst, ist dir überlassen. Ich weiß nicht, ob ich einen Zeitraffer mache, weil das Ganze dauert ein bisschen. Und zwar musst du immer nach zwei halt immer eine Lücke lassen. Und bei der Lücke... Warte, ich mache hier nochmal einen zweiten Bogen hin, dann sieht es besser aus. Ach, wie das immer doch so schnell klappt hier. Super. Okay, also sagen wir mal, du hast jetzt hier überall das schon gemacht, ne? Habe ich noch nicht, aber das mache ich auch gleich. So, jetzt haben wir hier zwei Bögen, richtig? Ja. So, hier innen drin machen wir nochmal, auch nochmal, sage ich mal, diesen Bogen. Nur, dass wir das Ganze halt einmal nach innen setzen müssen. So, mache ich hier mal kurz hoch. So, ich mache das nur zur Hälfte, ich bin jetzt faul. Das mache ich hier alles ganz schnell gleich. So, wie gesagt, so sollte das Ganze denn aussehen. Das machen wir erstmal bis nach hinten weg. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lang du das ziehst. Ne? Falls es genauso lang macht, dann okay. Kannst du natürlich auch länger machen, dauert aber natürlich dann auch mehr Arbeit halt, ne? Diese Bögen zu machen. So, diese Aufgabe hast du jetzt erstmal bis nach hinten weg zu machen. Natürlich musst du das auch ordentlich hier auf die andere Seite machen, was ich jetzt hier nicht mache. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt keine Zeit darauf rein, weil das dauert auch immer ein bisschen, ne? Und von daher zeige ich dir aber das Endprodukt, wenn das Ganze fertig ist. So, ich nochmal. Also, mir fällt gerade nochmal ein Tipp ein, den wollte ich eigentlich sagen, aber habe ich jetzt doch nicht gemacht. Ja, wie du jetzt vorgehst, entweder machst du jetzt immer wieder extra so einen Bogen oder sagst einfach, okay, ich ziehe das Ganze einmal gerade weg. Also einmal so gerade halt rüber, alles, ne, und dann schlägst halt nochmal diese Lücken rein. Wie du das Ganze machst, ist dir überlassen.
Nur noch so ein Tipp, wollte ich nochmal geben. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze fertig ist. So, bei mir ist das Ganze fertig. Ich hoffe, bei dir sieht das Ganze auch schon so aus. Oh, hier fehlt ja noch was. Genau. So, ich habe innen drin alles schön ordentlich gemacht und wollte nochmal, habe ich jetzt hier extra was offen gelassen, um dir noch was zu zeigen. Und zwar, wenn du, sag ich mal, dir alles innen drin auch nochmal diese Lücken immer zumachst, kleiner Tipp, den ich gerne hätte von, also nee, so ein kleiner Vorschlag an dich, was ich gerne sehen möchte. Und zwar, wenn du das hochziehst, sag ich mal, musst du ja manche Blöcke setzen, um die nächsten zu setzen, schlag die dann aber wieder weg, ne, weil, sag mal, die sieht man ja eh nicht von außen. Und innen drin sieht das Ganze halt doch ein bisschen besser aus, wenn man sich das Ganze dann einfach wie diese Anhaltspunkte, um die nächsten Blocker gleich mal aufzumachen. Ich hoffe, das schlägst du weg, weil das sieht dann von innen drin auch schöner aus, besonders später. Und da siehst du, hier habe ich jetzt auch wieder was vergessen. Zack, mal wegmachen. Denn ich weiß noch nicht genau, wie ich mir das später einrichten werde. Aber ich glaube, ich werde sehr viel mit der Decke zusammenarbeiten, weil das doch schon sehr schön ist mit diesen Bögen und so. Mal muss man mal gucken. Okay, so, der nächste Schritt. Wir bleiben immer noch erstmal beim Tonblock. Und zwar, siehst du hier unten so ein... Sag ich mal, hier kann man ja durchgucken. So, das müssen wir erstmal hier zumachen mit dem Ton. Das ist auch, sag ich mal, gleich unsere Decke hier von außen. So, super, haben wir einmal zugemacht. So, der nächste Auftrag, den wir jetzt haben, ist einfach mal hier. Okay, hier müssen wir auch nochmal zuhauen. Okay, so, von jetzt diesem Bogen setzen wir einfach hier eine Reihe Ton einfach mal hin. Einmal bis zur anderen Seite rüberziehen. So, hier vorne müssen wir dann auch nochmal einmal zumachen. Super. So, das müssen wir einmal bis nach oben zumachen, bitte. Super, sehr schön. Okay, so soll das Ganze dann aussehen. Ja, jetzt nimmt es schon langsam Gestalt an. Jetzt erkennen wir es ja schon langsam. Ja, wenn wir das Ganze dann so haben, geht es weiter mit Bruchsteinmauer. Wie du jetzt anfängst, ist dir überlassen, ob du jetzt von rechts nach links oder links nach rechts oder oben nach unten oder wie auch immer du machen willst, dir überlassen. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Ich setze einfach mal jetzt gleich hier ran, die Mauer ran, lasse einen Block frei und dann wieder einmal setzen. So, das Ganze zieht sich halt rüber bis zur anderen Seite. Dann lassen wir immer einen frei und setzen wieder eine Mauer hin. Ne, wie gesagt, wenn du, wie du anfängst, ob du jetzt hier zuerst anfängst oder auf der anderen Seite, kannst du dir überlassen. So, okay, wenn wir das haben, müssen wir jetzt einfach nur die Mauer bis nach oben ziehen und das war's dann auch schon. Das sind, sage ich mal, solche Streben. Eigentlich sind sie aus dem gleichen Material wie das Dach. Nur ich finde das halt ein bisschen doof, sieht das aus, wenn wir jetzt, sage ich mal, hier an der Seite müssten wir anfangen, denn mit dem gleichen Block, das sieht nicht gut aus. Von daher nehme ich einfach Mauer dazu und finde das eigentlich optisch eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, müssen wir einmal auf die Rückseite fliegen, denn da müssen wir das gleiche Spiel auch nochmal machen. So, erste Aufgabe. Wir setzen einmal hinten, hier guckt uns einer ein, plupp, setzen wir ihm was aufs Gesicht und hier einfach mal eine Reihe lang ziehen, bitte. Ja, hier einmal lang. Super. So, bis zur anderen Seite. Genau. Sehr schön. So, wenn wir das geschafft haben. Nächste Aufgabe ist, die Beobachter nochmal weghauen und dafür einmal austauschen durch Beton. So. Sehr schön. Wenn wir das auch wieder haben, sag ich mal, jetzt hier wieder der Reihe. Eine Reihe müssen wir halt vorne lassen, die zweite Reihe noch einmal komplett zuziehen. Und das ist dann das gleiche Spiel auf der Frontseite, ne? Das heißt dann hier einmal die Reihe bis nach oben weg zumachen und dann, wie gesagt, welche Seite du anfängst, ganz überlassen, einfach hier nochmal so die Mauern hinsetzen. So. Supidubi. Okay, dann sieht das Ganze jetzt so, sollte es jedenfalls aussehen, so ein bisschen. Ne? Super, dann sind wir mit der Rückseite auch fertig und können uns wieder der Vorderseite widmen. Ah, da gucken wir auch nochmal kurz drauf. Sehr schön. Okay, so, mit dem nächsten Blockmaterial, was wir brauchen, ist ja noch unsere Steinziegel, Stufen, Blöcke, Treppen, wie auch immer. Das brauchen wir jetzt. Und zwar kommen wir jetzt, sag ich mal, zu den Anhaltspunkten, jetzt immer diese Streben. Das Original, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so ist, hat ja immer, sag ich mal, von so einem Zweier-Ding immer halt so eine Einer-Lücke halt, ne? So wie wir das jetzt haben. Nur ich finde das noch ein bisschen halt so tief geht das rein. In Minecraft kannst du ja nicht so machen, dass das halt nur so ein bisschen ist mit dem gleichen Material. Daher nehmen wir einfach mal noch die Ziegeltreppe wie Stufe Blöcke dazu. Blub, blub, blub. Fangen wir einfach mal so an der Seite, dass wir... obwohl so wird das auch nichts. Wir machen eine Treppe einfach mal hier. Fangen wir an. Einfach mal mit einer Treppe. Dann tauschen wir... Tauschen wir das einfach mal aus. Gell? So, durch den Block. Und darauf eine Treppe.
Denn darauf eine Treppe. Ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach. Hier hinten dann Treppe hin, Stufe vorne hin, Treppe hinten, Stufe. Hier ganz oben Stufen. Und ich hoffe, jetzt kriege ich es besser erklärt, wenn es halt runter geht. Ja, immer Treppen halt immer in diese Ecken setzen hier, bis wir unten ankommen. Zack. Ne? Hier oben dann einfach noch eine Stufe raufsetzen. Und dann hier unten irgendwo, hier haben wir noch so einen Tonblock. Einmal weghauen und den einfach mal aussetzen durch einen Block oder durch zwei Stufen, wie auch immer. So, das Ganze zieht sich jetzt auch nochmal bis hinten weg, weil ich finde, das sieht dann einfach schöner aus. Aber das gucken wir uns nochmal an, wenn das Ganze fertig ist. So, fertig ist das Ganze. Supidui. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich finde, das sieht einfach schöner aus. Muss ich wirklich sagen. Sieht schöner aus, wenn wir das Ganze einfach noch mit Ziegeltreppen und Stufen noch ein bisschen verschönern. Ist einfach so. Ja, so, gucken wir nochmal kurz andere Seite. Ich glaube, hier habe ich was vergessen. Ah, habe ich. Und zwar hier das Ganze durch einen Block austauschen. Ah, dass mir das immer im Nachhinein auffällt. So, habe ich doch noch einen Zeitraffer draus gemacht. Egal. Ja, fertig ist das Ganze hier. So, jetzt sind wir eigentlich mit diesem Blockmaterial so gut wie fertig. Können das Ganze einmal wegtun und haben die nächste Aufgabe. Und zwar Banners platzieren. Und zwar müssen wir noch die Schrift vorne raufsetzen. Sind dann immer noch nicht fertig, kommt noch was an die Seiten. Und dann sind wir erstmal mit draußen fertig. Und dann geht es natürlich nach Innere. So, jetzt natürlich, wie man das auf Banners und so raufschreit, habe ich immer noch so ein altes Tutorial. Ich muss mich wirklich mal, ich setze mich nächste Woche ran, Freunde. Nächste Woche setze ich mich ran und mache für euch ein neues Tutorial, wie man Banners auf der neuen Version raufmacht. So schnell und einfach, wie das halt zurzeit geht, erkläre ich euch das einfach mal. Und das machen wir mal nächste Woche. So, okay. Kleiner Tipp, falls du schon Buchstaben kannst und sowas alles, verwende nicht weiße Banners, wie ich das getan habe, sondern mehr so gräuliche, die mehr besser zum Dach passen. Ich habe das jetzt auf weiß gemacht, ich lasse das jetzt einfach mal so. Aber ich finde einfach, wenn man gräuliche Banners nimmt mit der roten Schrift, sieht schöner aus als mit weißen Banners. Naja, aber im Nachhinein muss man ja jeder selber entscheiden, wie er das Ganze sich machen möchte. So, ich hole mir das natürlich hier auch einfach mal so ins Inventar. Und das müssen wir natürlich einmal rauf schreiben nochmal. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen einfach mal ganz genau hier vorne an und nach jedem Wort lassen wir, sag ich mal, ja natürlich eine Reihe frei. Ne? Ist ja klar, wir wollen ja nicht alles zusammenschreiben. Und ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen, außer halt platziere die Banners hier und ja, was soll ich da noch zu sagen? Kann man eigentlich nicht sagen. Wir machen einen Zeitraffer einfach mal draus, denn ah, was können wir? Also schön. Oder? Naja, gut. So, nächstes Wort, ne? Wie gesagt, einen Block freilassen, dann kommt es hier. So, Zeitraffer fertig. Sollte bei dir jetzt auch genau aufgehen, ne? Wie gesagt, ne? Wenn du jetzt auf der einen Seite anfängst, bist du immer von Wort zu Wort einen Block frei. Und dann soll der perfekt auf der anderen Seite abschneiden. Wenn es nicht der Fall ist, kontrollier nochmal, wie du gebaut hast, dann müsste ein Fehler drin sein. So, wir gehen weiter zu unserer Kiste und holen uns wieder Blockmaterial raus, denn wir brauchen noch etwas, ein bisschen was brauchen wir noch. Und zwar, wir holen uns ganz einfach mal raus, grauer Beton, Fichtenholztreppe, davon nochmal das Glas und Fichtenholzblöcke. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los und zwar an den Seiten von unserem Gebäude, denn da haben wir nochmal extra Türen. Die können sich bei mir, sage ich schon ganz ehrlich, nochmal verschieben, weil ich weiß ja nicht, wie ich es mir innen drin einrichte. Von daher könnte ich die auch nochmal hin und her schieben. Wir können das auch machen, denn ich sage mal, das ist jetzt von der Spiele-App-Variante. Bei der Serie sieht man nicht, ob an der Seite Türen sind. Und zwar kannst du sie vorne setzen, in der Mitte oder hinten. Ich setze sie mir erstmal hinten hin. Das kann sich, wie gesagt, nochmal verändern. Das gleiche Spiel kannst du auch auf der anderen Seite machen. Mache ich aber nicht, weil ich habe jetzt hier die Straße. Das heißt, hier mache ich mir eine Tür an der Seite hin. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, was ich hier hinbaue. Von daher lasse ich mir das Ganze wie immer erstmal noch offen. Ansonsten baust du einfach synchron auf der anderen Seite das auch nochmal hin. So, falls du jetzt aber auch hinten halt hinbauen möchtest. Von mir aus gesehen, jetzt sage ich mal, wie gesagt, das kannst du dir auch aussuchen, wo sie auch hinkommt. Ich habe mir jetzt einfach mal so gesagt, mache ich jetzt hier hinten 5 Blöcke, lasse ich mir Platz. Schlag mir jetzt hier erstmal so 3 dann weg. Und dann setze ich da erstmal grauen Beton hin, wenn ich hier überhaupt einen Anhaltspunkt habe. Ne? Also 5 Blöcke hinten freilassen und schlagen wir hier so ein 3er rein. Zur Seite hinweg nehmen wir jetzt nochmal ein Maß von, würde ich mal sagen, 3. Schlagen wir nochmal weg. So, unten setze ich mir jetzt einfach mal normale Treppen hin. Denn, würde ich mal so sagen, mache ich jetzt einfach mal eine normale Treppe suchen. Dennoch mal eine andere, die sie anguckt. Und oben machen wir wieder
Jetzt wird es schwierig. Ich mach, glaube ich, umgedreht. Genau, umgedreht. So. Wir schlagen jetzt hier nochmal eine Reihe weg. Setzen jetzt von diesen Treppen nochmal die gleiche Art hin. Also eine, die. So. Ne, Rücken an Rücken. Hier nochmal. Zack. Unten. Normale oben umgedreht. Super. So, dann schlagen wir hier noch eine Reihe weg. Da kommt jetzt, sage ich mal, so ein Betonpfeiler hin, ne, damit das halt gleich ist. Aber wir gehen nochmal kurz rein und setzen innen drin Glas hin. So vier Blöcke einfach mal hin. Sollte das gleiche Glas sein, wie du es jetzt vorne verwendest, wenn du es machst. Wie innen drin man das Ganze verkleidet und so, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich muss selber gucken, wie ich mir das Ganze einrichte. Ich weiß aber nicht, ob Leute das sich auch einrichten oder nicht. Von daher kann ich dir das jetzt einfach nicht erklären. Da muss ich erstmal selber gucken. Ich zeige natürlich, wie ich alles gemacht habe. Also jetzt nicht, wie ich es einrichte, sondern ich zeige dann einfach, mach wieder so eine Tour halt, wie das Ganze innen drin denn aussieht. So, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das Ganze denn am Ende wird. Denn ich sag mal, in der Folge der Simpsons haben sie innen drin nicht nur ihre Eislauf-Shows oder so, die sie manchmal gemacht haben, drin aufgeführt. Nein, auch ein Eishockeyspiel war da drin und mehr, weiß ich gar nicht, was da drin war. Eisschuhlaufen, ein paar Revues haben sie drin aufgeführt, Eishockey, mehr kann man eigentlich auch gar nicht machen, ne? Naja, gut, so sieht das dann am Ende aus. Das ist dann, sage ich mal, so ein Tor oder was man so dazu sagen kann. Und ja, das kann man einmal auf der Seite machen und auch auf der anderen Seite. Denn stand noch an der Seite von der Spielervariante noch so Mülltonnen und so, kann man natürlich auch noch im Nachhinein machen. Aber ich sage mal, im Teil 2, wenn wir das Ganze halt, wenn ich das Ganze eingerichtet habe, zeige ich nochmal, was ich noch dazu gebaut habe. So, ansonsten sind wir heute fertig. Vergiss nicht, wenn du die Schrift machst, nimm mal vielleicht graue Banners. Ich finde das nämlich doch schöner. Die Schrift ist trotzdem rot. Ne, das sollte man schon beibehalten. Und nicht vergessen, bis zur nächsten Folge kann mir einer schreiben, was sieht besser aus. Diese Türvariante mit, also diesen Bogen, hier unten mit dem Gras, das tausche ich mir noch gleich aus, hier durch den Bürgersteig. Oder hier auf der anderen Seite mit der Holzvariante. Was sieht besser aus? Euer Vorschlag in den Kommentaren. Der wird dann umgesetzt. Bis zur nächsten Folge, bevor sie draußen ist. Ansonsten muss ich mir selber was aussuchen. Und dann würde ich sagen, guck mal, wie das Ganze einrichtet. Ich glaube, ich mache auch ein Eishockeyspiel rein, weil ich finde das doch irgendwie cooler, als einfach nur so eine leere Eisfläche zu bauen. Naja, müssen wir mal gucken. So, ansonsten war es das Ganze hier. Mal gucken, wie die Folge am Ende wird. Ich bin jetzt bei 50 Minuten Aufnahme mit Cuts und dieses eine Rausschmeißen da vom Spiel aus. Muss mal gucken, wie am Ende das Ganze lang wird. So, ansonsten, ich stelle mich hier vorne Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, dann war es das Ganze hier von meiner Seite. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haut rein und tschüss.